Aloha und weiter im Text mit Bioshock. Ja, ich habe gerade einen Zirkus der Werte gehackt und schaue mich jetzt hier ein bisschen weiter um, weil hier irgendwo ist ein Spider-Splicer. Oh! Mann, habe ich mich gerade gut versteckt. Und ich fände es toll, wenn mir meine eigenen Sicherheitsbots nicht in den Hintern schießen würden. Oh, oh, Verbandskästen nehme ich gern. Ey Leute, ich wäre echt traurig, wenn ihr irgendwann nicht mehr da wärt. Ich mag meine Sicherheitsbots, die sind toll. Ups, wollte ich nicht. Egal. Will ich da jetzt hoch oder will ich zuerst in die Tür? Ich glaube, ich will zuerst in die Tür. Nee, Old Tom Whiskey will ich nicht. Geh mal weg. Hallo. Ich würde ungern einen Kurzschluss bei dir verursachen. Ups. War ich das? Das tut mir jetzt aber leid. Oh, so viele Türen und so viele Möglichkeiten und... Oh, da liegt jemand. Eine Leiche. Rapture verändert sich. Komm, spiel ab. Ja, spiel ab. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ von Tate, er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Headache. Deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontänischen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird es uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Ja, der Mann hatte recht. Irgendwie geht's ihnen ja jetzt auch übel. Wir sind vollgepumpt mit der Droge Eve und haben es irgendwie jetzt doch nicht so gut wie... Ryan sich das vorgestellt hat. Also würde ich schon behaupten, dass es jetzt mittlerweile nicht mehr so schön ist, in Rapture zu leben. So, du gehörst mir und ich wäre sehr begeistert, würdest du mich jetzt... Ups, den wollte ich nicht trinken. Würdest du mich jetzt nicht anschießen? Meine armen Sicherheitsbots sind total überfordert, weil die hier nicht reinkommen. Oh, ein Save. Oh. Leute, kümmert euch mal. Was ist das? Ich würde sagen, ein Sicherheitsbot. Nee, ist gut. Ja, das brauche ich. Da. Ja? Oh, haben wir das schon geschafft. Das ist schön. Fertig. Und schauen wir mal, was da drin ist. Ein Autohacker, eine Kontaktmine und ionischer Schrot. Das ist schön. Ich vergeude meine Zeit. Ja, finde ich gut. Für sowas habe ich meine Leute. Kümmere ich mich dann nicht selber drum. Und er hat ein bisschen Geld dabei. Oh, wie schön. Ja. Die Tür würde ich gern wieder offen haben. Schauen wir uns mal hier um. Hier sollte ich meine tollen Fähigkeiten nicht benutzen, weil Strom auf Wasser ist blöde Kombination. Oh, dich hacken wir. Automatisch hacken mache ich bitte bei schweren Waffen. Das ist alles nicht schwer. Jetzt habe ich gerade Stecken... Also weigere ich gerade Stecken, weil er das gerade Stecken kostet. Das war sehr klug. Aber, naja. Den hatte ich, ne? Muss man auch mitleben können. Ich hätte gerne ein senkrechtes Stück und eine Links-Rechts-Hochkurve. Senkrechtes Stück haben wir schon, Links-Rechts-Hoch. Klingt schön, oder? Da ist er. Aha. Ihr seid so toll, ihr seid meine Hilfe. Und, wow! Hi! Ich hätte mir mal. Also das Pool und das Gefühl, oh. Ja, oh. Und dieses Gefühl war sogar berechtigt. Mhm. Ja, dann nehmen wir dieses Teil da drüben hin. Das Warnen und... Nee, gerade steht bei Glück. Nehmen wir es so. Ja, du gehörst jetzt mir. Eve-Spritze. Schrot.
Darf ich nicht haben. Okay. Da ist wieder ein Lüftungsschacht gewesen. Das heißt, rein theoretisch könnten hier Little Sisters auftauchen. Aber wir sprechen ja hier von der Theorie. Oh. Oh Gott, ich habe gedacht, die Musik wird böse. Dabei war das hier ein Zug. Oh. Mein Real Life erschreckt mich. So. Da will ich rein. Das wird jetzt meine armen kleinen Sicherheitsbots total überfordern. Oder? Kommt, könnt ihr mir folgen? Nö. Hallo? Jetzt bin ich wieder alleine. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Ah, hier bin ich. Ich habe Ryan kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonagh gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Sehr schön. Ey. Wo bist du? Du hast mich erschreckt. So, hier kann man nicht durch. Warum habe ich jetzt eigentlich nur noch einen Sicherheitsbot? Wo ist der zweite? Noch ein Tagebuch. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Ups, das wollte ich nicht. Ja, mach's wieder zu. Naja, okay. Kommt, wir überfluten Rapture, indem wir Waschbecken anschalten. Toll, Toiletten kann man auch benutzen, das ist aber eine. MG-Munition, dafür habe ich jetzt Geld verschwendet. Was gibt's hier drin? Oh! Konnte... Ist nicht euer Ernst. Dann sollte ich vielleicht mit was anderem kämpfen als mit der Rohrzange, oder? So, was gibt's denn hier? Wow! Hihi. Ich befolge alle seine Gebote. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ups. Hä? Au! Was du kannst, kann ich auch. Wo ist mein Sicherheitsbot? Mann, ey. Auf nichts kann man sich verlassen. Aber die haben wenigstens alle Geld dabei. Oh. War ich das? Nein. Den hat's zermatscht. Schauen wir mal hier. Ups. Hallo. Wollte was anderes tun. Ja, hallo. Güterzug. Die fahren hier gerne mal lang. Besonders gerne, wenn ich aufnehme, weil na, mehr kann ich ja machen. Ja. Jetzt habe ich gleiche Stücke gegen gleiche Stücke getauscht. Das war sehr, sehr sinnvoll. Und ich hätte gerne noch ein weiteres Stück. Dankeschön. Ich bin fertig. Okay. Da liegt was drauf. Nein. Wodka will ich nicht trinken, aber die Kiste mit Granaten sieht leer aus. Toll. In der Schmugglerkiste ist nichts drin gewesen. Pistolen. Da kann man weitergehen. Hier liegt noch jemand. Aber ich wollte ja zuerst mal... Ja. Ach ja. Und toll. Ich habe beschlossen,
nochmal, das MG zu benutzen. Das ist die Kamera, das ist die Rohrzange. Da liegt was, das will ich mal... Nee, ich will es nicht verbrennen, ich will es haben. Toll. Aber da lag jemand, oder da liegt jemand, den ich erledigt habe. Mhm. Langsam habe ich für alle möglichen Sachen zu viele Pistolen, zu viel Munition, habe ich so das ungute Gefühl. Oh oh. Da kommt jemand raus. Ja. Ich weiß es. Hallo? Ich hab Angst. Oh, ionischer Schrot. Hier sieht mich niemand. Warum habe ich nur so das ungute Gefühl, dass ich da hinten hin muss? Ich höre dich. Ich weiß genau, dass du da irgendwo bist. Hacken wir mal den Safe. Ich hasse sowas. Okay. Gehen wir außen rum. Und wir sollten vielleicht nicht so machen. Oh Gott, ist ein furchtbares... Ach nee, auch nicht. Gott, so furchtbar war es dann doch nicht. Gibt's keine Brandstätten mehr? Doch, da. Sehr schön. Nein! Oh, Moment. So, jetzt nochmal. Das sah ja nicht so gut aus. Müssen wir erstmal so machen. So. Okay. Wird mal ganz cool. Sharon, das schaffst du. Upsa. Und das Stück will ich haben gegen das hier. Gut. Yay. Und wenn ich jetzt zurück will... Hier liegt so viel Zeug. Warum liegt hier so viel Zeug? Okay, ich gehe wieder raus. Aha, ich wusste es. Ganz genau, ich wusste es. Warum schieße ich eigentlich in die Luft? So. Mann, die Musik passt ja sowas von gar nicht in die Situation. So, bitteschön, freundlich. Ich habe meinen Frau beim ersten Rendezvous hierher gebracht. Hört mich wahrscheinlich für einen Spinner. Wir gehen mit einer feinen jungen Dame an einen so trostlosen Ort. Aber du kennst meine Mäuler nicht. Schick dir eine Perlenkette, Seidenkleidchen und tanzt sie mit dir. Und wenn du ihr eine Buddel rumschenkst und Seemannslied singst, dann läuft sie jeden Piraten unter den Tisch. Okay. Schöne Frau hast du da. Hört sich so an, als würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Ja, ich bin so freundlich. Kannst mich auch ganz normal fragen. Ja. Aha. Hey! Die haben da Dings aufgebaut. Eine Dings, ihr wisst schon. Blödmänner, ey. So. Die hacken wir. Die haben meine Kamera kaputt gemacht. Glaube ich. Gibt's doch nicht. Ja, kaputt gemacht. So. Du gehörst mir. Ja, die haben meine Kamera kaputt gemacht. Meine schöne Kamera. Und es sind noch nicht mal Filme drin. Ups, das wollte ich nicht. Gut. Bevor wir weitergehen, oder bevor ich weitergehe und ihr zuschaut, würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Bioshock. Au revoir!